Was sind eigentlich die besten Hochschulen für ein BWL-Studium im Jahr 2023? Darüber möchte ich mit dir im heutigen Video sprechen. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist David Döbele. Ich bin einer der Gründer der Karriereberatung Pumpkin Careers. Wir sitzen in Frankfurt am Main. Wir sind eine Karriereberatung für Studierende. Wir machen das Ganze jetzt inzwischen seit über 3 Jahren, haben im Januar 2020 gegründet und betreuen über 1000 Studierende bei uns in unseren Coaching-Programmen, in erster Linie Wirtschaftsstudierende, die nach ihrem Studium irgendwie bei großen Banken, Beratungen, Konzernen, Startups etc. Karriere machen wollen. Und insbesondere eben bei BWL etc. spielt es eine Rolle, an was für einer Uni oder Hochschule du studierst. Diese Top-Arbeitgeber, die achten tatsächlich auf den Ruf der Uni. Das ist in Deutschland Gott sei Dank nicht ganz so ausgeprägt wie in vielen anderen Staaten, beziehungsweise was heißt in vielen anderen Staaten, aber zum Beispiel in den USA ist es nochmals deutlich, deutlich krasser beispielsweise, was diese Thematik angeht. Aber auch in Deutschland gibt es einfach Unterschiede zwischen den einzelnen Hochschulen. Und ich werde dir jetzt die Top-Unis präsentieren, wo sehr, sehr viele Leute studieren, mit denen wir zusammenarbeiten und dich wirklich empfehlen würde, wenn du 2023, 2024 mit einem BWL-Studium anfangen willst. Ich konzentriere mich vor allem auf Unis in der Dachregion, also in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz. Aber ich werde dir am Ende vom Video auch einige internationale Hochschulen nennen, wo die sich einfach anbieten, wenn du Karriere machen möchtest und wo ebenfalls einige deutschsprachige Leute studieren. So, wichtig ist mir, bevor ich loslege, 2 Sachen. Erstens, ein Studium an diesen ganzen Unis, die ich dir in diesem Video nenne, ist keine Garantie auf einen geilen Job nach dem Studium. Du musst immer noch sehr gute Noten schreiben, du musst auch da dich selbst um deine Praktika kümmern, du musst auch da dich selbst um Stipendien kümmern und, und. Und es wird ganz, ganz viele Leute geben, die an diesen sehr guten Unis studieren, die die Nase da oben haben, weil sie sich mega was auf den Ruf ihrer Uni einbilden, die trotzdem keinen guten Job nach dem Studium bekommen. Gleichzeitig kannst du definitiv auch einen guten Job nach deinem Studium bekommen, wenn du nicht an einer dieser Unis studierst. Wir haben in unserem Coaching, also die Hälfte der Leute in etwa, mit denen wir zusammenarbeiten, studieren an diesen 8, 9 Unis, die ich dir jetzt vorstellen werde. Aber die andere Hälfte studiert an über 130 verschiedenen anderen Hochschulen. Und auch von diesen kleineren Hochschulen, auch von kleinen Fachhochschulen etc. bekommen wir Leute bis zu den Top-Firmen in der Beratung oder im Investmentbanking. Aber es braucht einfach noch mehr Aufwand. Es dauert meistens länger und es braucht mehr Aufwand. Und ich bin Freund davon, sich das Leben nicht unnötig schwer zu machen. Von dem her ist die klare Tendenz, geh am besten, wenn du die Möglichkeit hast, an eine dieser Unis, die ich dir jetzt präsentiere. Aber auch wenn du nicht dazu die Möglichkeit hast oder schon an der Hochschule studierst, die jetzt hier nicht dabei ist, heißt es nicht, dass du später keinen guten Job finden wirst. Das ist absoluter Quatsch. Lass dich da nicht runterziehen, lass dir von niemandem irgendwie deine Träume ausreden. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, bevor ich hier mit diesem Video anfange. Und dann noch ein letzter Punkt. Jeder, der behauptet, es gäbe keine Target-Unis in Deutschland, hat keine Ahnung von den Recruiting-Prozessen bei den Top-Investmentbanken und von den Top-Strategieberatungen. Natürlich, wenn du dich bei einem Mittelständler bei dir in der Region bewerben möchtest auf dem Berufseinstieg, dann mag es sogar von Vorteil sein, wenn du zum Beispiel in der Fachhochschule bei dem in der Umgebung studierst, weil er da oftmals Leute von einstellt bei sich in der Firma und. Wenn du hingegen hingehst und bei irgendwelchen internationalen Großbanken arbeiten möchtest, dann wirst du sehen, dass diese Banken, Beratungen, whatever, mit gewissen Hochschulen und Business Schools enge Kooperationen haben, dass diese Banken, Beratungen etc. explizit an gewisse Hochschulen und Business Schools fahren, um zum Beispiel Recruiting-Veranstaltungen zu machen, um auf dem Campus Leute zu interviewen und. Und das wirst du an deiner lokalen Fachhochschule einfach nicht haben. Das ist einfach ein Fakt. Und wenn man sich die LinkedIn-Profile anschaut von den Personen, die bei den Top-Firmen eingestiegen sind, dann siehst du dort genau die gleiche Tendenz. So, das heißt, alles, was ich dir jetzt heute erzähle, basiert nicht nur auf meinen eigenen Erfahrungen und auf den Erfahrungen unserer Coaches. Wir arbeiten mit vielen verschiedenen Coaches zusammen bei uns in der Firma, die selber bei namhaften Banken, Beratungen etc. gearbeitet haben oder arbeiten, sondern es basiert auch auf einer simplen Recherche über LinkedIn. Das heißt, wir haben hunderte LinkedIn-Profile analysiert über die letzten Monate und Jahre und das dann auch festgehalten im Rahmen von Reports. Und ich werde dir auch hin und wieder irgendwie sagen, okay, von der und der Uni sind laut LinkedIn so und so viele Leute bei den Top-Banken eingestiegen, bei den Top-Beratungen etc. Das heißt, das Ganze hier kannst du theoretisch selber nachprüfen, aber am besten schaust du dir einfach dieses Video an, dann bekommst du den perfekten Überblick. So, mit welchen Unis wollen wir anfangen? Ich würde sagen, wir starten mit den 4 Unis,
die ich ziemlich uneingeschränkt empfehlen kann für ein BWL-Studium, wenn du wirklich sehr, sehr ambitionierte, hohe Karriereziele hast. Und zwar sind das die WHU, die Uni St. Gallen, die Frankfurt School und die Uni Mannheim. Das ist meiner Erfahrung nach, meiner Meinung nach, sind das so die vier absoluten Top-BWL-Unis in der Dachregion. Es gibt noch viele andere sehr gute Unis, aber wenn du an einer von diesen vier Unis studierst, dann hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, eine realistische Möglichkeit, sage ich mal, wenn man alles richtig macht, bereits nach deinem Bachelor bei irgendeiner Tier-1-Investmentbank oder Unternehmensberatung einzusteigen. So, was sind diese vier Unis? Die WHU ist eine Business School, eine private Business School in Fallendar, ist eine kleine Stadt in der Nähe von Koblenz. Die Uni St. Gallen ist eine staatliche Uni in der Schweiz, in St. Gallen. Die Frankfurt School ist eine Privatuni hier in Frankfurt. Die sieht man beispielsweise auch, wenn ich mal ganz kurz hier auf unserer Dachterrasse nach da laufe, sieht man hier hinter mir ganz klein irgendwo die Frankfurt School vielleicht. Und die Uni Mannheim ist die beste staatliche Uni in Deutschland für BWL. So, diese vier Unis sind seit Jahren, seit Jahrzehnten dafür bekannt, dass sie Leute zu den Top-Banken Beratungen bringen. Und dementsprechend wirst du auch irgendwie Vorstandsvorsitzende von großen Konzernen etc. finden, die eben zuerst beispielsweise mal bei einer Beratung oder Bank gearbeitet haben und dann jetzt Vorstand von einem Mittelständler sind, von einem großen Konzern etc. Das heißt, egal ob Investmentbank, Beratung, Startup, Konzern, egal was dein Ziel ist, diese Unis sind sehr renommiert, sind auch in der Forschung ziemlich stark und die bieten sich einfach an. Für die WHU und für die Frankfurt School musst du ziemlich viel Geld einplanen. So, die Kosten, da kostet ein Bachelor jeweils ca. 50.000 Euro. Ne, meistens irgendwie Semestergebühren zwischen, ich glaube, so 7.000 bis 8.000 Euro in etwa. Und das ist natürlich nicht ohne. Ne, das ist etwas, das kann sich lohnen, wenn man damit deutlich bessere Berufschancen bekommt und langfristig wirklich Karriere machen möchte. Aber vor allem so für einen Studenten, der jetzt keine reichen Eltern hat, ist das eine echt gute Stange Geld. Und das sollte man wohl überlegt treffen. Das heißt, ich würde das nicht unbedingt empfehlen, wenn man jetzt keine hohen beruflichen Ziele hat. Wenn man wirklich mega Karriere machen möchte, dann kann sich so eine Investition definitiv lohnen. Bei beiden Unis gibt es die Möglichkeit, sich das mit einem Stipendium ermäßigt zu bekommen oder vielleicht auch einen Freiplatz zu bekommen, wenn man zum Beispiel BAföG-berechtigt ist, an der WHU zumindest. Das heißt, schau dir das an. Ich habe selber keine reichen Eltern gehabt. Für mich, ich hatte da, vielleicht glaube ich von der WHU, hatte ich einmal einen Satz gelesen, habe ich direkt ausgestrichen aus meiner Uniwahl damals, weil ich nicht wusste, dass man das auch vergünstigt bekommt. Aber man sollte es sich auf jeden Fall überlegen. So. Uni St. Gallen, staatliche Uni in der Schweiz, würde man denken, okay, das ist kostengünstiger. Da es in der Schweiz ist, zahlst du als Nicht-Schweizer trotzdem ziemlich beachtliche Studiengebühren. Plus in Kombination mit den höheren Lebenshaltungskosten, die du in der Schweiz eben einfach hast, kommst du summa summarum, würde ich mal sagen, plus minus fast auf das Gleiche raus, wie wenn du an der WHU studierst, weil die WHU ist in Fallendar, ist eine sehr kleine Stadt, da sind die Mietpreise jetzt nicht astronomisch hoch, da kriegt man schon eine coole Wohnung irgendwie für einen sauberen Preis. Wenn du an der Frankfurt School studierst, musst du tendenziell sogar noch mal ein bisschen mehr Geld einplanen, weil Frankfurt ist leider kein günstiges Pflaster. Das heißt, dass diese drei Adressen machen in meinen Augen vor allem dann Sinn, wenn man wirklich Karriere machen möchte und wenn man sich sicher ist, okay, ich werde später einen Haufen Geld verdienen und damit habe ich dann die 50, 60, 70.000 Euro, was ich in der Zeit meines Bachelors investiere, sehr rasch wieder drin. Ja, also ich war gerade erst lunchen mit einem, der vor einiger Zeit bei uns im Coaching war, der jetzt bei einer Investmentbank eingestiegen ist. Der hat im ersten Jahr von seinem Arbeitsleben hat er schon 150.000 Euro verdient inklusive Bonus. So, das ist natürlich möglich in diesen Branchen und damit hat man solche Ausgaben dann relativ schnell wieder drin. Aber wie gesagt, das Studium alleine an solchen Unis ist jetzt keine Garantie dafür, dass du so einen Job bekommst. So. Die Uni Mannheim ist die günstigste von diesen vier Unis, mit Abstand günstigste, weil es einfach eine normale staatliche Uni hier in Deutschland mit echt überschaubaren Studiengebühren. Und trotzdem ist das Renommee top. Trotzdem siehst du da regelmäßig Leute, die im Bachelor noch zu den Top-Strategieberatungen kommen, zu den Top-Investmentbanken. Einziges Problem ist, da wollen natürlich sehr, sehr viele Leute hin. Na, an der WHU, an der Frankfurt School und an der Uni St. Gallen hast du den Vorteil, es zählt nicht nur dein Abiturschnitt. Na, das bedeutet, auch wenn du ein 2,3er, 2,4er, 2,5er Abitur hast, hast du grundsätzlich die Möglichkeit, auch an der Frankfurt School zu studieren, an der WHU zu studieren, an der Uni St. Gallen zu studieren.
An der Uni St. Gallen hast du so einen Aufnahmetest, da kann sich jeder mit einem Abi anmelden. An der WAU und an der Frankfurt School hast du eine schriftliche Bewerbung, aber wenn die überzeugend ist, meiner Erfahrung nach, kommt man auch mit einem schlechten Abi rein. Und an der Uni Mannheim hast du normalerweise ein 1,5er, 1,6er Abi oder besser. Ansonsten wird es sehr, sehr schwierig. Da zählt jetzt nicht der reine Abischnitt, sondern so eine Kombination aus einzelnen Fächern. Man kann es mit ein paar anderen Sachen auch noch verbessern. Aber summa summarum haben die meisten Leute dort schon ein sehr, sehr gutes Abitur. An den anderen Unis gibt es auch viele mit einem sehr guten Abitur, aber an der Uni Mannheim hat eigentlich jeder ein sehr, sehr gutes Abitur. Dementsprechend ist es halt dort schon schwierig, aus der Masse herauszustechen. Und oftmals werden im Studium die Noten gemäß der Normalverteilung gegeben. Das heißt, es gibt so einen großen Block in der Mitte, die halt irgendwie im Zweierbereich sind. Und dann gibt es ein paar Ausreißer, die im sehr guten Einserbereich sind und ein paar Ausreißer, die durchfliegen oder im Dreier- oder Viererbereich sind. So. Und an der Uni Mannheim gibt es halt auch 1,0er Abiturienten, die dann einen Dreierschnitt haben, weil halt die Konkurrenz sehr stark ist. So. Und das muss dir halt so ein bisschen bewusst sein. Das heißt, alles hat seine Vor- und Nachteile. WAU, würde ich mal sagen, hat Vorteil, Top-Renommee, auch vor allem Richtung Startup ist die WAU sehr, sehr stark. Und hat halt den Vorteil, du bist in einer sehr, sehr kleinen Stadt. Das heißt, es entwickelt sich eine sehr eingeschworene Gemeinschaft zwischen den Studenten. Kann natürlich aber auch Nachteile haben. Ne? Also du hast halt nicht viel Abwechslung. Man kommt da schon sehr eng zusammen. Ich denke mal, die ganzen Leute, die an der WAU studieren oder Leute von der WAU kennen, die wissen, was ich damit meine. Weil man hat auch keine Alternative, als mit den WAU-Lern abzuhängen. Hat halt Vor- und Nachteile. So an der Frankfurt School ist halt das genaue Gegenteil. Ist halt in einer Großstadt. Natürlich hast du auch gewisse Gemeinsamkeiten zwischen Frankfurt School und WAU, aber du hast halt das Großstadt-Feeling. Das heißt, du hast deutlich diversere Leute. Du kannst, wenn du abends weggehst, triffst du auch Leute von ganz vielen anderen Hochschulen oder Leute, die einen ganz normalen Job machen, whatever. St. Gallen, würde ich mal sagen, ich habe auch einige sehr gute Freunde, die in St. Gallen studieren. Ich hätte dort auch einen Master gemacht, hätte ich nicht gegründet. St. Gallen ist irgendwie so eine Mischung dazwischen, ist größer als Fallendar, kleiner als Frankfurt offensichtlich. Und Mannheim ist halt echt eine coole Studentenstadt. Das heißt, an der Uni Mannheim studieren auch viele Leute, die jetzt nichts mit BWL am Hut haben. Das heißt, so von der Kultur her würde ich dir empfehlen, schau dir am besten mal alles an und fang da an zu studieren, wo es dir am besten gefällt. Man kann, glaube ich, überall irgendwie so ein bisschen die Leute finden, mit denen man gut klarkommt. Und wie gesagt, alle drei Unis sind top. Vielleicht ganz kurz zu den Placements. HSG placed wirklich super Richtung Beratung. Laut unseren Reports 22 Leute, die nach dem Bachelor bei MBB eingestiegen sind, 2019 bis 2021, waren von der HSG. Place aber auch sehr gut Richtung Investmentbanking, sowohl London als auch Frankfurt. WAU, kleinere Studiengänge, deshalb haben wir da nicht ganz so viele gefunden. Nur 8 Stück, die bei MBB reingekommen sind nach dem Bachelor. Aber genauso viele wie an der HSG oder sogar einer mehr, die bei den Top-Investmentbanken reingekommen sind. Frankfurt School ist schon eher prädestiniert Richtung Investmentbanking. Vor allem Frankfurt ist Frankfurt School absolute Target-Uni, aber auch für London place die Frankfurt School immer besser. Und Uni Mannheim ist auch Target für London, aber natürlich auch für Frankfurt. Und Uni Mannheim ist auch top Richtung Beratung. Ich würde sagen, tendenziell gibt es in Mannheim nochmals mehr Leute, die halt einfach BWL cool und spannend finden. Und jetzt gar nicht so diesen krassen Karrierefokus haben, macht ja auch Sinn, ne? Weil ich meine, wenn man 50.000 Euro auf seine Uni ausgibt oder nach St. Gallen zieht, dann hat man schon eher so diesen Karrieregedanken vielleicht, als wenn man einfach sagt, ich studiere einfach an der besten Uni, damit mein super Abitur nicht umsonst war. Das heißt, tendenziell ist halt an der Uni Mannheim der Prozentsatz nicht ganz so hoch von Leuten, die so Richtung Banking, Consulting gehen, aber overall hat es da trotzdem viele. Ne? Also diese 4 Unis, super, super zu empfehlen. So. Die zweite Liga sind dann einige andere sehr renommierte Unis, von denen es nicht ganz so viele Leute gibt, die jedes Jahr bei den Top-Banken, Top-Beratung reinkommen, aber wo wir eigentlich von allen mit Leuten schon zusammengearbeitet haben, die es zu den Top-Firmen geschafft haben und wo du auch über LinkedIn regelmäßig Leute findest, die es zu den Top-Firmen geschafft haben. Und das ist halt immer ein gutes Zeichen. Ne? Das heißt, wenn du über LinkedIn einige Leute findest, die von deiner Uni bei der Firma reingekommen sind, wo du reinkommen möchtest, weißt du, okay, da ist halt einfach eine gewisse Verbindung da, die Recruiter haben jetzt nichts in Anführungszeichen gegen eine Hochschule und. Das macht einfach Sinn, dort zu studieren. Darunter fällt die Goethe-Uni in Frankfurt. Sieht man hier im Hintergrund. Weiß jetzt nicht, ob man sieht. Vielleicht sieht man es, vielleicht sieht man es nicht. Gar nicht mal so weit entfernt von der Frankfurt School. Goethe-Uni in Frankfurt, dort habe ich damals studiert. Die LMU in München. Die EBS in Österreich-Winkel ist eine private Business School. Die ESB in Reutlingen, das ist die einzige Fachhochschule aus dieser Liste, aber vor allem Richtung Unternehmensberatung sehr gut. Die Uni zu Köln,
die WU Wien, die WWU in Münster. Und wer in Berlin studieren möchte, da empfiehlt sich die ESCP, ist auch eine private Business School. So, ein, zwei Worte zu den ganzen Unis. Goethe-Uni, von all diesen Unis, die ich gerade vorgelesen habe, in Kombination mit der WU Wien, am ehesten die ich für Investmentbanking empfehlen würde. Goethe-Uni alleine aufgrund des Standorts hier in Frankfurt macht es halt super viel Sinn. Aber auch Richtung Beratung place die Goethe-Uni immer besser. Ne? Also mein Mitgründer Jonas, mit dem ich hier Pumpkin Careers gegründet habe, der war ja auch mit mir an der Goethe-Uni, wir haben uns im Studium kennengelernt. Der war während seines Bachelors an der Goethe-Uni bei Roland Berger und bei BCG, ne? Also zwei Top-Strategieberatungen. Sieht man jetzt auch von den anderen Unis nicht so häufig, dass das Leute im Bachelor machen. Und inzwischen, wir haben im Coaching noch viel krassere Leute von der Goethe-Uni, die irgendwie nach dem dritten oder vierten Semester solche Adressen schon gehabt haben im Bachelor. So. Aber wie gesagt, Goethe-Uni tendenziell vor allem sehr stark Richtung Investmentbanking, wegen Standort. LMU München, sehr gute Uni, würde ich aber eher für Beratung machen. München ist Beraterhauptstadt in Deutschland, macht total viel Sinn. Aber auch Richtung Investmentbanking kommt man von der LMU, haben wir Leute. EBS, Privatuni in Österreich-Winkel. Ich würde mal sagen, Österreich-Winkel, ähnliche Größenordnung wie Fallendar. Hat in den letzten Jahren teilweise zumindest was in diese Branchen angeht, nicht mehr so viele Leute geplaced, war früher sehr, sehr stark. Viele Managing Directors von großen Private Equity Firmen, von großen Banken, von Beratungen etc. Sind Alumni von der Apps. Und das heißt, die Apps hat immer noch ein super starkes Netzwerk. Und wenn man das dort richtig nutzt, dann kann man immer noch sehr, sehr gut placen. Kostet auch so plus minus 50.000 Euro für einen Bachelor. ESB in Reutlingen, Fachhochschule, sehr, sehr zu empfehlen, wenn man in die Unternehmensberatung möchte. Für Investmentbanking würde ich es nicht unbedingt machen, um ehrlich zu sein, aber ESB placed hervorragend Richtung Unternehmensberatung, aber auch Richtung Konzern, allgemein alles irgendwie in Baden-Württemberg, würde ich mal sagen, macht die ESB super viel Sinn. Uni zu Köln, sehr zu empfehlen, auch tendenziell eher Richtung Beratung, Konzern, Startup placed sehr gut Richtung Beratung. WU Wien ist eine absolute Geheimempfehlung für all die Leute von euch, die ein schlechtes Abitur haben, weil die ganzen anderen staatlichen Unis, die ich vorgelesen habe, ist überall plus minus 2017 so in etwa der Cut-off und WU Wien kann sich auch jeder anmelden mit einem Abitur und der Test ist echt kein Hexenwerk und der Vorteil ist, WU Wien ist super günstig. Das ist günstiger als alle staatlichen Unis, glaube ich, in Deutschland. Wien ist eine super schöne Stadt, auch sehr günstig von der Miete und die WU Wien ist Target. Ne? Also wir haben, ich glaube, es gibt zum Beispiel für Investmentbanking gibt es die sogenannten Spring Weeks. Das sind einwöchige Programme von den Top-Investmentbanken für die First-Year-Students. Und von der WU Wien hatten wir, glaube ich, schon drei, vier Leute, die bei Goldman Sachs eine Spring Week bekommen haben. Wir hatten Leute, die bei Morgan Stanley Spring Weeks bekommen haben. Wir haben von der WU Wien Leute, die nach dem vierten Semester bei Firmen wie JP Morgan in London Investment Banking Internships bekommen haben und. Das heißt, WU Wien, absolute Target-Uni. Auch unser Coach Patrick beispielsweise, der jahrelang bei McKinsey gearbeitet hat und unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitbetreut, hat zum Beispiel auch an der WU Wien gestiegen, ist nach dem Bachelor bei McKinsey eingestiegen. Das heißt, WU Wien, klare Empfehlung. Und WWU in Münster, ebenfalls Top-Uni, vor allem Richtung Beratung, haben wir sehr, sehr gute Leute. Zum Beispiel der Nils, den findest du auch auf unserer Webseite, einer der Jahrgangsbesten an der WWU, zahlreiche Stipendien bekommen, zahlreiche Praktika bei Top-Strategieberatung bekommen. Also WWU in Münster, auch sehr große Empfehlung. Und Münster ist natürlich eine sehr schöne Studentenstadt. Das heißt, wenn du so diesen Studentenstadt-Flair haben möchtest in einer schönen Stadt, ist Münster auf jeden Fall eine Adresse, die man sich mal anschauen kann. Wer in Berlin bleiben möchte, ESCP wäre da die Empfehlung. Ist auf jeden Fall bekannt, wobei da haben wir jetzt in unseren Statistiken eigentlich nicht so wirklich Leute gefunden, die ins Investmentbanking geplaced sind und auch nicht so viel, die in die Beratung geplaced sind, aber mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, da läuft es auch sehr, sehr gut. So, das wären so die Unis in der Dachregion, die ich wirklich uneingeschränkt empfehlen kann. Ne? Natürlich vor allem die vier, die ich am Anfang genannt habe, aber auch die anderen, absolut uneingeschränkte Empfehlung, wenn du wirklich hohe Karriereziele hast. So, wenn du sagst, du hast keinen Bock auf die Dachregion, willst irgendwo außerhalb von deutschsprachigen Ländern studieren, habe ich jetzt auch noch ein paar Unis für dich parat, die ich dir 2023 oder 2024 empfehlen würde. Wir haben in Holland Maastricht und Erasmus University Rotterdam. Machen beide sehr, sehr viel Sinn. Super Unis, ne? Also sehr guter Ruf. Du hast Problem ein bisschen in den Niederlanden, dass die Semesterferien nicht so geil sind, um Praktika zu machen. Das heißt, in Maastricht hast du meistens nur so 6, 7, 8 Wochen Zeit für Praktika. So. Und normalerweise gehen Praktika halt 10 bis 12 Wochen. Du hast Anwesenheitspflicht oftmals und. Das macht es schwierig, im Bachelor die relevanten Praktika reinzubekommen. Das heißt, wenn du dort studierst, musst du dich eigentlich darauf einstellen, dass du einen Master machst. Wenn du damit kein Problem hast, guck dir es auf jeden Fall an. Ich höre sehr, sehr viel Positives. Wir waren erst auch vor kurzem in Maastricht unterwegs für den Royals Cup
Und die haben alle super davon geschwärmt und auch die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten von Pumpkin. Wie gesagt, abgesehen von diesem Aspekt, dass die Semesterzeiten nicht so geil sind, ist Uni Maastricht definitiv eine Empfehlung wert. Und Rotterdam ebenfalls top renommiert. So. Wenn du sagst, Niederlande ist mir ein bisschen zu kalt oder whatever, obwohl ich Niederlande finde ich ist ein sehr schönes Land, macht Spanien vielleicht Sinn. So, für Spanien musst du ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ne? Dort haben wir die AI und die ESADE. Beide sehr renommierte Unis. Ne? AI und ESADE kann man auf jeden Fall machen. Die haben auch Top-Master-Programme, Top-MBA-Programme. Und dort findest du auch jeweils eine deutschsprachige Community. Dort haben wir auch jeweils Leute, die da Undergraduate ein Bachelor's Degree machen. Sind aber schon kostspielig. Vorteil ist natürlich, du lernst eine komplett neue Kultur kennen. Das Ding ist halt so ein bisschen, sowohl jetzt Niederlande als auch Spanien, ist halt meistens dann nichts, wo die Leute auch einsteigen. Ne? Dort hast du jetzt nicht unbedingt Investment Banking, nicht unbedingt relevante Strategieberatung. Da ist meistens die deutschsprachigen Leute gehen dorthin zu studieren, machen aber ihre Internships etc. und auch den Berufseinstieg entweder in London oder in Deutschland. Aber kann man sich auf jeden Fall angucken. So. Was halt interessant ist, ist natürlich London als Finanzmetropole in Deutschland und dort oder allgemein UK. Und dort gibt es sehr viele renommierte Unis. So. Da ist es tendenziell schwierig, reinzukommen in die renommierten UK-Unis. Ne? Also das ist jetzt kein absoluter No-Brainer leider. Da brauchst du dann schon tendenziell ein sehr, sehr gutes Abitur oder musst tief in die Kasse, in die Tasche greifen oder beides. Ne? Also die Studiengebühren sind auch nicht unerheblich in diesen UK-Unis. Aber wenn das für dich machbar ist, dann sind zu empfehlen die LSE, die Uni Oxford und Cambridge, St. Andrews, Warwick, King's College, UCL und Durham. So, das sind die Unis. Ich hatte mal so ein bisschen geschaut, wer von unseren Elite-Coaching-Membern in UK studiert und was wir sonst so in unseren Reports rausgefunden haben. Das sind so eigentlich die Unis, die man da empfehlen kann. Vor allem natürlich, wie gesagt, Oxford, Cambridge, LSE haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Haben wir sehr viele, oder na, Oxford und Cambridge haben wir jetzt nicht so viele, um ehrlich zu sein. Aber LSE haben wir schon eine ganz gute Menge an deutschsprachigen Leuten, die da studieren und bei denen läuft es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber auch King's College Warwick etc. haben wir einige Kandidatinnen und Kandidaten dabei, bei denen läuft es auch sehr, sehr gut, sowohl Richtung London als auch wenn man Internships in Deutschland haben möchte. Ne? Also die sind auf jeden Fall renommiert bei den Top-Firmen. Außerhalb von Spanien, UK und Niederlande haben wir dann noch in Mailand die Bocconi, also in Italien. In Kopenhagen die CBS, die Kopenhagen Business School. Und in Stockholm gibt es noch die Stockholm School of Economics. Ebenfalls sehr empfehlenswerte Adressen. Und falls du Bock hast, quasi dann in Dänemark, Italien oder Schweden zu studieren, schau dir die auf jeden Fall auch mal an. Sehr zu empfehlen. Na, also das sind alles empfehlenswerte Adressen, die ich dir jetzt hier genannt habe. Und damit hast du, glaube ich, eine ganz gute Auswahl. Wenn du sagst, du hast keinen Bock auf reine BWL, du willst noch einen technischen Aspekt drin haben, dann bietet sich halt meistens Wirtschaftsingenieurwesen an. Da hast du dann oftmals nämlich auch die Möglichkeit, deine Vertiefung so zu wählen, wie es dir am meisten gefällt, wie es dir am besten passt. Was da die typischen Adressen sind, ist entweder die TU Darmstadt, das KIT, also in Karlsruhe, die RWTH Aachen oder die TU München. Ja, ich meine, TU München, die nennen es jetzt nicht Wirtschaftsingenieurwesen, aber es geht schon sehr in die Richtung. Und das wären so die Adressen, die man machen würde für Wirtschaftsingenieurwesen. Am Ende des Tages kannst du von all diesen Unis zu den Top-Firmen kommen. Du kannst auch von vielen anderen Unis oder Hochschulen zu den Top-Firmen kommen. Wichtig ist, bild dir nicht zu viel drauf ein, dass du an einer dieser Unis studierst, aber du machst dir das Leben leichter, wenn du an einer dieser Unis studierst. Von dem her, wenn du die Möglichkeit hast, zu wählen, wo du studierst, guck, dass du eine dieser Unis wählst. Aber schau halt auch, dass du alles andere ebenfalls sehr gut hinbekommst. Ne? Schau, dass du deine Praktika hinbekommst, schau, dass du sehr gute Noten schreibst, schau, dass du dir Stipendien sicherst und. Und bei all diesen Sachen unterstützen eben wir von Pumpkin Careers. Ne? Deshalb sind so viele Leute bei uns dabei, die an diesen Unis studieren. Und wenn du dazu mehr Infos haben möchtest, wie wir dich unterstützen können, alles aus deinem Studium rauszuholen, super Noten zu schreiben, geile Praktika zu bekommen, damit einen richtig guten Berufseinstieg nach dem Studium zu erhalten, dann klick gerne mal auf www.pumpkincareers.com, findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findest du auch Erfahrungsberichte von Coaching-Teilnehmern, kannst ganz, ganz viele Videos anschauen, wo wir mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern sprechen. Die kannst du auch gerne mal kontaktieren, wenn du Fragen hast und dann trage ich einfach mal ein. Dann können wir uns mal persönlich miteinander austauschen, können mal schauen, können wir dir helfen, macht das Sinn in deiner aktuellen Ausgangslage, für dich mit uns zusammenzuarbeiten und falls ja, dann würde es uns natürlich sehr freuen, wenn wir dich ja kennenlernen können und dich während deines Studiums kompetent unterstützen können, sodass es sich auch lohnt,
dass du an eine von diesen sehr guten Unis gegangen bist. Das war's mit dem Video. Ansonsten findest du natürlich auf diesem Kanal noch viele weitere wichtige Infos zum Thema BWL-Studium. Schau dir das noch an und dann bis zum nächsten Mal. Viele Grüße, dein David.